Es ist nicht nur ein Fest für die üblich Verdächtigen, sondern es ist ein Fest für ganz Berlin und für die Besucher dieser Stadt, für alle, die hier gemeinsam für eine bessere Zukunft feiern wollen und demonstrieren wollen. Und das ist der Charakter dieses Festes. Und es ist damit eröffnet. Nissan Autohaus Wegener, wir sind ein Familienunternehmen, ganz spezialisiert auf Nissan. Ja, wir haben 5 Betriebe in und um Berlin. Im Umland ist es in Ludwigsfelde, Potsdam und Nauen und in Berlin sind wir in Spandau und in Britz. Wir haben im vergangenen Jahr festgestellt, dass wir enormes Publikum und Außenwirkung mit diesem Auto hier haben, mit dem Juke in der schwul-lesbischen Szene und haben deswegen ein Sondermodell Juke Pride gemacht. Das ist einfach ein Hingucker. Das Auto ist emotionell, fällt auf und ist dabei nicht peinlich. Viele sagen irgendwie, hey, ist ein bisschen kontrovers, also wird auch kontrovers diskutiert. Aber hat halt irgendwo Emotionen in sich, ja? Und ist irgendwo ein anderer Typ. Und ich glaube, das macht so besonders das Auto. Ne? Roberto, wie findet ihr denn die Veranstaltung generell? Super. Also du kommst hier auf so viele Menschen, die, mit denen du gute Diskussionen haben kannst. Ne? Nicht unbedingt nur Schwul-Lesbische, sondern auch die Anwohner und so weiter. Also eine tolle Sache, auf jeden Fall auch mit der Musik und allem. Super. Kampagnenmotto und uns ist es egal, ob man lesbisch, schwul, behindert oder wie auch immer ist. Ja. Wir wollen einfach jeden bei uns versichern und mit dem Motto gehen wir halt auch raus in die Stadt und da passt es einfach zu dieser Veranstaltung. Zum wievielten Mal seid ihr denn jetzt auf dem Stadtfest? Wir sind zum zweiten Mal, im zweiten Jahr dabei jetzt. Ja. Die Besucher sind alle immer gut drauf hier, die feiern wie verrückt. Wir haben eine Fotoaktion wie im letzten Jahr vor Ort, sodass die Leute sich als Erinnerung ein Foto mitnehmen können vom heutigen und gestrigen Tag. Wir haben verkleideten grünen Männchen und die tanzen auf der Bühne, auf der KISS FM Bühne und präsentieren die AOK auch nochmal. Also verschiedene Dinge, um uns hier zu zeigen auf der Veranstaltung. Zu meiner Seite jetzt Verena, die Marketingchefin von EasyJet. Ja, wir wollen halt Teil der Berliner Community sein mit EasyJet und von daher ist das hier ein total wichtiger Bestandteil für uns. CSD haben wir jetzt schon ein drittes Mal gemacht. Hier waren wir noch nie, diesmal das erste Mal. Wir sind super begeistert. Ja, hier ab Berlin kannst du insgesamt zu 41 Zielen mit EasyJet und da fliegen wir halt auch in viele Städte, wo es halt auch Gay-Paraden gibt, Gay-Lesbian-Paraden, Christopher Street Days. Wie ist denn dein persönlicher Eindruck vom Stadtfest bis jetzt? Ja, super Stimmung, alle sind gut drauf, total viel los, also wir sind zufrieden, macht Spaß. Thank you.
Hinter mir der Stand von Vivantes. Inge, was veranlasst euch denn Jahr für Jahr, seid ihr doch zum wiederholten Male hier beim schwul-lesbischen Stadtfest dabei zu sein? Ja, weil wir einfach dazugehören von unserer Arbeit aus. Wir betreuen ja ganz viele Menschen mit HIV und AIDS oder Hepatitis C und Hepatitis B. Aber die großen ganzen Menschen wollten doch wissen, was wir machen, warum wir hier sind und fanden das alles, also wir haben positives Feedback gekriegt. Die finden es richtig und gut, dass wir hier sind und dass es nicht so weggeblendet wird, dass es halt auch was mit Krankheit zu tun hat und es nicht immer so einfach ist und dass wir uns auch präsentieren und uns nicht verstecken. Ich würde es mir manchmal eher außerhalb dieser Woche wünschen, dass die Community da stärker ist und die Menschen nicht vergisst. Der Kellner, der gerade noch die Scherben zusammenhält. Dominik, für dich ist es das erste Straßenfest überhaupt. Ja, die Scherben bringen ja Glück, ne? Und das Wetter ist bombastisch. Von daher finde ich es super. Das Wochenende ist fantastisch. Das hat alles gepasst. Es hat, glaube ich, einmal ganz kurz zugezogen und drei Tropfen und das war's. Und von daher ist die Stimmung fantastisch. Sind alle Sexualitäten unterwegs, bis zu den Heteros. Das ist nämlich genau das, was wir brauchen. Das ist diese Mischung und die Akzeptanz. Wir stimmen heute die Pride Week ein. Und ich kann sagen, die letzten beiden Tage war der Top. Casey, was genau habt ihr denn da? Wir haben ganz leckeren Wein. Den haben wir extra aus dem Rheingau hierher geschifft. 600 Kilometer sind wir zu euch gefahren, um euch Berliner mal zu zeigen, was ein richtig geiler Wein ist. Das hier nennt sich bei uns der Adam. Das ist ein leckerer Sekko mit Cranberry oder wenn du etwas süßer magst, Blueberry. Und du probierst jetzt mal einen. Genau. Oh, Dankeschön. Ein Adam für dich. Auf den Adam. Auf dich. Zum Wohl. Dankeschön.